Schnurre nicht, Pudel. Wir sind gewohnt, dass die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen, dass sie vor dem Guten und Schönen, das ihnen oft beschwerlich ist, murren. Rat, Posse, komme zu meiner Freundin, herzlich willkommen zur 32. Episode von Raw to 70. In der heutigen Episode möchte ich genau dir erzählen, warum für mich Verständnis das Grundlegendste und Wichtigste ist für eine harmonische und gesunde Zukunft, in der einfach ein friedliches Leben in der Gesellschaft möglich ist. Zunächst möchte ich die beiden Begriffe voneinander unterscheiden, also Verständnis und Toleranz in diesem Zusammenhang. Und da beginne ich einmal mit der Begriffsdefinition. Also Verständnis ist für mich die Fähigkeit, jemanden oder etwas zu akzeptieren, während Toleranz die Achtung und Duldung von verschiedenen Sichtweisen, Fähigkeiten, Meinungen oder ähnliches ist. Und für mich in diesem Zusammenhang verstehe ich, dass Toleranz, ich bei Toleranz sage, hey, du bist eine andere Sichtweise, hast eine andere Meinung, ich akzeptiere das, ich respektiere das, aber ich übernehme diese nicht, sondern ich lasse dich einfach leben, so wie es ist, ich bestrafe dich nicht dafür oder unterlege dir keine sonstigen weiteren Repressalien. Während für mich Verständnis um eine Stufe höher ist, dass sage ich einfach, hey, ich weiß, warum du dich so verhältst, warum du so denkst, ich unterstütze dich trotzdem, ich helfe dir trotzdem, auch wenn ich eine ganz verschiedene Sichtweise habe. Ich helfe dir trotzdem. Und der Grund ist, warum ich dieses Thema ansprechen möchte, ist, weil ich mich auch viel in Facebook oder anderen Social Communities aufhalte. Ja, auch viele verschiedene Kommentare von anderen Veganern, Rohköstlern, auch Omnivoren lese. Und da fällt mir halt oft ein, dass sehr viele Veganer auch sich für den Tierschutz engagieren, was ich auch sehr richtig finde und auch grundlegend ist. Und für einen bewussten Menschen gehört es auch einfach dazu. Aber was ich persönlich nicht so gut finde, ist dann die darauffolgende Polarisierung. Das heißt, dass man sich die Omnivoren bzw. Leute, die halt zum Beispiel jetzt über den Tierleid hinwegsehen, scharf kritisieren, die beleidigen, als dumm bezeichnen und die auch scharf diskriminieren. Und das finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Wie gesagt, ich habe auch Earthlings gesehen. Tierschutz ist für mich wichtig. Nur dieser Hass, den finde ich nicht gut. Und ob die Argumente stimmen oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich möchte mir einfach keine Meinung bzw. kein Urteil dazu fällen, weil ich das die eine Seite befürwortet stark und die andere stark negativ heruntergezogen wird, weil man muss einfach die Sache so betrachten. Ich möchte jemanden von meiner besseren Lebensweise überzeugen und das gelingt mir nicht, indem ich jemand anderes scharf kritisiere, ihn aufhetze, niedermache. Das verbreitet einfach nur negative Energie und letztendlich führt es einfach dazu, dass ich den Menschen, den ich von meiner gesünderen oder besseren Lebensweise überzeugen möchte, einfach eine Blockade und Barrikade aufbau, sodass er erst recht nicht meine Ansichten teilt und wahrscheinlich dann auch zu gutem Recht auf seine Lebensweise beharrt und einfach mir eins auswischen möchte. Und ehrlich gesagt brauchen wir jeden einzelnen Menschen, um diese Welt ins Positive zu verändern, und es dauert einfach seine Zeit. Es ist eine gewisse Umgewöhnungsphase für die einzelnen Leute, zum Beispiel ihre Ernährung umzustellen, ihre Gewohnheiten abzulegen, plastikfrei zu leben, etc. pp. Und das dauert einfach seine Zeit, also be patient, sei geduldig. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass die Dinge, wie wir sie wahrnehmen, von unterschiedlichen Sichtweisen bzw. Faktoren beeinflusst werden. Das liegt einfach, Objekte liegen einfach im Auge des Betrachters. Wir nehmen bestimmte Reize über unsere Sinnesorgane wahr und die können halt durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst werden. Zum Beispiel durch persönliche Erfahrungen, die negativ oder positiv sein
können. Sie können aufgrund von Unwissenheit falsch sein. Sie können aufgrund von unserer Medienlandschaft manipuliert sein. Und ich kann allgemein von jemand anderes negativ manipuliert sein. Es kann auch dazu führen, dass ich Fehlinformationen verbreite, weil ich viele verschiedene Anreize, zum Beispiel wegen Geld, habe. Also da heißt es einfach, welchen Anlass vertrete ich, und diese Sichtweisen bzw. der Körper kann ich einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Zum Beispiel mit dem Beispiel mit den Omnivoren bzw. den Fleischfressern, sage ich mal, dass ein Veganer vielleicht diesen Omnivoren als empathielosen Mitmenschen betrachtet, der einfach das Leid der Tiere in Kauf nimmt, während er vielleicht Kinder hat und er sich um die Kinder sorgt, die Kinder ihn als schützende Funktion wahrnehmen und sie auch Wärme und Liebe entgegennehmen, und vielleicht der Nachbar von diesem Omnivoren sieht ihn als jemanden, der sich für die Natur einsetzt, weil er zum Beispiel ein Holzhaus hat mit Hanfdämmung, seinen Plastikmüll reduziert und zum Beispiel in seinem Garten etwas Eigenes anbaut, auch wenn er jetzt zum Beispiel Fleisch isst oder Pelz trägt. Oder ein anderes Beispiel, die Rohkost. Zum Beispiel, ich sehe die Rohkost als den Reinigungsweg an, der für mich mit Gesundheit verbunden ist, mit mehr Bewusstsein. Einfach, ich bin von dieser Ernährung überzeugt, und das ist der Weg für meine Gesundheit. Während zum Beispiel meine Mutter sagt, ja, Lebensmittel roh zu verzehren ist wichtig, aber es gehört halt auch Milchprodukte, Getreideprodukte, Fleischprodukte dazu, und man muss auch ihr zugute halten, dass ich jetzt aufgrund meiner radikalen Umstellung, dass sie halt gewisse negative Assoziationen mit der Rohkost mit verbindet. Und da gibt es halt viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Sichtweisen, und die muss man einfach respektieren und erkennen. Das ist das Wesentliche, was ich euch mitgeben möchte, ist einfach diese Sichtweisen zu erkennen, sich in die Lage des anderen zu versetzen und einfach Fragen zu stellen. Warum verhältst du dich so? Warum hast du diese Gedanken? Warum vertrittst du diese Meinung? Und das ist halt einfach, diese Fragen kann man in so vielen verschiedenen Themenbereichen stellen, zum Beispiel in unserem Geldsystem, in unserer Medienlandschaft, aber auch in verschiedenen Ernährungsweisen bzw. auch Ernährungskuren, die jetzt momentan sehr stark kursieren, sei es Low Carb, Parasitenkur, was auch immer ist. Da will ich jetzt nicht weiter eingehen, dieses Rumgebäsche, sage ich mal, darauf möchte ich mich einfach nicht einlassen. Was mir einfach persönlich wichtig ist, einfach die Sachen zu hinterfragen, wie ein kleines Kind, so lange Fragen zu stellen, bis du die Sachverhalte auch richtig verstanden hast. Und dabei ist es auch wichtig, die anderen Meinungen zu akzeptieren, Verständnis aufzubringen und nicht auf seine Werte und Sichten dogmatisch zu beharren. Ich finde es eigentlich recht schade bzw. recht schlimm zu sehen, wenn Leute immer auf höhere Bewusstseinsebenen kommen, aber und sozusagen aus der alten Matrix der Industrie und des Imperium ausgebrochen sind und einfach in eine neue Matrix einsteigen. In diesem Sinne, schreibt mir doch einfach mal einen netten Kommentar bzw. treten wir in Kommunikation, wie du das Thema im Allgemeinen siehst, wie du meine Sichtweisen siehst und wie du zu diesem Thema im Allgemeinen stehst. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit, und wir sehen uns in der nächsten Episode von Broad to 70. Bis dahin, ciao.